Gut, die Highlights bestehen einmal in einer der größten Motorradsammlungen der Welt generell. Dort sind einige Motorräder, die von Weltmeistern, Europameistern, deutschen Meistern auch schon früher in der Vorkriegszeit gefahren worden sind. Wir haben Formel-1-Modelle und ich stehe hier gerade vor einem Formel-3-Modell, das Michael Schumacher im Jahr 1990, also zu Beginn seiner Karriere, gefahren hat. Nebendran ist eins, was Nico Rosberg gefahren hat, dahinter eins, was Gerhard Berger gefahren hat. Also Sie sehen, hier sind alles Modelle von berühmten Rennfahrern, die auch dem Hockenheimring persönlich sehr verbunden sind. Gut, wir haben für Gruppen natürlich spezielle Angebote, wenn Gruppen hier das Museum besichtigen wollen. Für Familien speziell einige Dinge, die mit Kindern besonders sich beschäftigen können, also zum Beispiel Rennsimulatoren. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass das Museum oft im Zusammenhang mit Führungen über den Ring, die jeden Tag um 11 Uhr hier stattfinden und vor dem Museum beginnen, gebucht wird, sodass also Familien im Zusammenhang zwischen Rennstrecke und Museum auf ihre Kosten kommen. Die Frequentierung des Museums ist natürlich im Umfeld von Großveranstaltungen, Formel 1, DTM, Dragster, Nitro Olympics, größer als unter der Woche. Aber wir haben jeden Tag Besucher hier, meistens Leute, die einfach den Hockenheimring von der Autobahn her sehen, sich kurz entschließen abzubiegen, hier dem Ring und dem Museum einen Besuch abzustatten. Also es schwankt im Laufe des Jahres, bei Veranstaltungen mehr, unter der Woche weniger, aber es ist kontinuierlich besucht. Gut, wir würden natürlich gerne noch mehr aus dem Museum machen. Wir haben ein Platzproblem hier. Das können wir auch nicht kurzfristig lösen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Exponaten. Es wechselt auch immer wieder, insbesondere im Motorradbereich. Insofern werden wir mit der weiteren Geschichte des Hockenheimrings auch immer wieder neue Exponate hier haben. Und wenn wir mal wieder, sagen wir, über ausreichende Mittel dafür verfügen, werden wir auch wieder investieren, vielleicht in eine Erweiterung.